Jo, die da, Dober, hier am Schlüssel. Wie versprochen, Lego City Undercover. Heute hier auf dem Kanal. Wie ich das anordnen werde, weiß ich noch nicht. Ob jetzt zweimal South Park die Woche und einmal Lego City oder. Also, geplant ist eigentlich zweimal Lego City die Woche und einmal ist da South Park und zweimal Mario Kart. Aber wenn Mario Kart jetzt eventuell wegfällt, dann muss ich das nochmal ein bisschen umstrukturieren. Vielleicht kommen jetzt auch wieder mal Call of Duty oder so. Man weiß es nicht. Und da drücke ich jetzt mal Erste Hilfe, um zu starten. Ein neues Spiel. Also ihr seht, ja, ich habe es noch nicht gespielt. Bei schon bestätigen. Möchten Sie Untertitel einschalten? Natürlich möchte ich Untertitel einschalten. Ja, danke, dass ich im Pausemenü umstellen kann. Ja, danke. Ja, Lego Undercover habe ich mir auch digital geleistet. Ein feuriges Willkommen an all jene, die sich gerade zugeschaltet haben. Ihr hört die knisternden Beats von Lego City Radio. Und die Vorhersage für heute lautet: heiß, heiß, heiß! Zwei Jahre, seit Sie mich weggeschickt haben, bin jetzt ein besserer Kopf. Schlauer und schneller. Was bringt dich denn wieder her, Chase McCain? Eine alte Bekanntschaft, ein Versprechen und eine Schuld beglichen irgendwie. Geschäftlich oder privat? Ich muss das hier für dich ausfüllen. Vielleicht keins, vielleicht beides. Hey, aber irgendwas muss ich dir ankreuzen. Was für Funken. Keine Sorge, das kann man ausbeuten. Kein Problem für einen alten Seebären wie mich. Ganz geschmeidig in den Schaft. Jo, trifft neu, aber. Lego City, junge Dame. Dieses Schiff? Schnickschnack. Bürgermeisterin Gleason. Wir sind so dankbar, dass du zurück bist, Chase. Das war sicher nicht einfach für dich. Ich musste mir einen neuen Ausweis machen lassen. Ich dachte da mehr an dein Verschwinden damals, aber gut. Also machen wir es kurz. Rex Fury ist ausgebrochen und treibt sich in Lego City herum. Was? Geht es Natalia gut? Keine Sorge. Sie ist immer noch im Zeugenschutzprogramm. Ich muss sofort mit ihr reden. Ich gebe dir ihre Nummer. Aber wenn du sie wirklich schützen willst, dann schnapp dir Rex Fury und buchte ihn ein. Nochmal. Chase, die ganze Stadt leidet unter einer Welle der Kriminalität. Wirklich? Ja, schau doch. Hi! Und ich bin sicher, Rex Fury steckt dahinter. Nur du kannst uns helfen, Chase. Mach dich auf den Weg zur Polizeistation und finde Rex Fury. Nur du, Chase. Kapitel 1. Neue Gesichter und alte Widersacher. So, da werden wir mal uns auf den Weg machen und zu suchen, wo wir hin müssen, Dudes. Steige in den Polizeiwagen ein. Also das Spiel werde ich versuchen vielleicht auf 100% zu machen. Ich muss mal gucken, wie hier die Steuerung ist. Was wir hier zu machen haben. Dazu gesagt, davor habe ich mal Lego Harry Potter. Was ist das?
Was? Drücke Y. Achso. Geht lang. Lego Harry Potter gespielt. Auf dem DS, aber halt auch nie durch. Also mal gespielt, ja, aber halt nie durchgespielt. Und also wird das jetzt das erste Lego sein, was ich durch. Ja, hallo. Was ich durchspiele und eventuell 100%. Mal gucken. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen was zu rammeln in der Stadt und jetzt müssen wir einsteigen. Ja. Mit X steigst du in ein Fahrzeug rein. Ich drück doch. Ich drück X. Bescheuert. Haha. ZR ist Gas geben, okay. Ach, das, du sammelst hier quasi nicht die Steine. Ja, ich bin selber Bulle. Du sammelst die Steine hier nicht ein. Das ist quasi bloß als Weg. Mhm. Mit L kannst du lenken, ja. Zur Handbremse. Mit R kannst du das Fahrzeug springen lassen. Juhu. Okay. Mit Y shoot. Okay. Wow, wow. Hä? Diese Lego sind in der Kleidungskabine bauen. Kannst du hier frei. Kannst du zu jedem freigeschalteten gekauften Charakter wechseln? Jo. Ach, muss ich doppelt drücken? Klack, 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 klack. Okay. Verkleidekabine aktiviert. B26. Freigeschaltet. Automechaniker. Jo. 450 goldene Steine. Keine Ahnung. So, wo muss ich hin? Hier lang. Okay. Okay, 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 okay. Gib Flamme, Junge! Jo. Ich sie kaum auseinanderbeutelt. Was war das jetzt rechts? Du Hilfe mit den Donuts? Nein, geht schon, danke. Ich bin übrigens Frank Honey. Chase. Chase McCain. Chase McCain? Eine Legende! Stimmt es, dass du Rex Fury dingfest gemacht hast? Hm, hab dazu beigetragen. Deputy Dumby hat die eigentliche Festnahme gemacht. Und ich bin auch keine Legende, sondern ein normaler Cop. Genau wie du, Honey. Wow! Haha! Ja! Na, vielleicht nicht ganz genau wie du. So, wie wär's? Kannst du mich ein wenig rumführen? Es wäre mir eine Ehre! Ich warte drinnen! Okay. Jo. Genau. Was ist mein Plan? Hallo? Natalia? Chase? Ja, ich bin's. Geht's dir gut? Fertig! Bist du verrückt geworden? Mich anzurufen. Ich bin im Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm. Ich war besorgt. Rex ist ausgebrochen. Dachte, er wäre hinter dir her. Weiß ich, aber er ist nicht hinter mir her. Der Chief hat mir persönlich versichert, dass Rex die Stadt verlassen hat. Was? Die Bürgermeisterin hat gerade das Gegenteil behauptet. Was?
Soll ich? Ja. Ich will doch nur hören, ob du in Sicherheit bist. Dass ich in diesem Schlamassel stecke, ist allein deine Schuld. Wo bist du? Das geht dich gar nichts an. Natalia Smith, bitte zur Mercy Hearts Rezeption. Im Mercy Hearts Krankenhaus. Nein! Ja, aber komm bloß nicht her. Wenn Rex wirklich hinter mir her ist, bleibe ich ganz sicher nicht hier. Super, Saiyajin. Rex. Fury. So. Noch zwei Festnahmen diesen Monat und ich gewinne ein Waffeleisen. Frank. Yo. Glückwunsch. Okay. Jetzt Story Mode wird's blau, genau. Ist das auch wirklich sicher, Frank? Aber natürlich ist... Hallo, das hier ist unser Zentralcomputer. Der qualmt normalerweise nicht so. Wurde heute Morgen gehackt. Der darauffolgende Alarm hat den Aufzug angehalten. Explodiert ist die ganze Sache aber erst, als Frank ihn reparieren wollte. Mit einem Hammer. Ja, mit einem Hammer Computer reparieren. Warum nicht? Zentralcomputer einsatzbereit. Sicherheitsabriegelung aufgehoben. Aufzüge wieder in Betrieb. Ah, nicht schlecht. Mal sehen, wer sich reingehackt hat. Oh, sag Bescheid, falls es Probleme gibt. Mit Computern kenne ich mich aus. Computern? Ja, Computern. Zeit für den Keller! Wow, der ist anstrengend. Was? Bis wir die Kamera wiederfinden, sollen wir die Gesichter... Ja, Frau Bürgermeisterin, ich informiere die anderen über Rex, aber ich sag doch, der ist sicher schon über alle Berge. Diese Wichtigtuerin schickt mir einen Spezialisten aus Übersee als Verstärkung. Chase McCain? Dundee, du, Sie sind der neue Chief? Mann, ich sehe dich zwar nicht gern hier, McCain, aber immerhin kann ich dich jetzt rumkommandieren. Sieh zu, dass du dich nach unten scherst und eine Uniform anziehst! Seid ihr zwei alte Freunde? Honey, hast du das angeforderte Material auf meinen Tisch gelegt? Ja, Chief. Ich bin in meinem Büro. In 10 Minuten gibt es eine Lagebesprechung zu Rex Fury. Obwohl er jetzt natürlich schon über alle Berge sein wird. Und bis dahin, keine Störung! Na toll. Ja, er scheint heute in guter Stimmung zu sein. Komm, wir holen dir eine Uniform. Das ist unser Keller. Ich führe dich rum. Ja, du führst mich rum. Hier findest du Chucks Fahrzeugservice. Am Anfang hast du nur Zugriff auf ein Modell. Aber wenn du deinen Job gut machst, kriegst du Zugriff auf einen ganzen Haufen. Tatsächlich? Wie viele sind's bei dir, Frank? Wir sollten wohl mal weiter. Ja, wir gehen mal weiter. Der Aufzug zu diesen Räumen ist außer Betrieb. Laut Chuck zu deiner eigenen Sicherheit, weil da oben ein Monster lebt. Ein Monster. Genau. bitte lass es mich nicht fressen. Schon klar, Frank. Was ist hinter dieser Tür? Oh, hier kommen wir nochmal her. Ist etwas Besonderes. Oh, ist das nervend. Komm, wir suchen dir eine Uniform. Wir haben heute neue bekommen. Irgendwo sollte also eine sein. Oh mein Gott. Ich habe am Anfang eine gebrauchte von jemandem bekommen. Das Kleid stand mir wirklich gut. Sieh in diesen Kisten nach. Ich gucke jetzt erstmal hier nach. Ob hier irgendwas ist, was man braucht. Oder sowas in der Art. So. Kiste, Kiste, Kiste. Warum muss man heutzutage alle Möbel selbst zusammenbauen? Weil das Lego ist. Deswegen muss man das alles zusammenbauen. So.
Aha. Outfittery ist das, ne? Wo man hier halt. Freischalten. Craze Map. Keine Ahnung. Drücke X. Hey, gut siehst du aus. Jetzt, wo du deine Uniform hast, zeige ich dir den besonderen Ort. Das ist die Ausgabe. Hoffentlich ist Ellie da. Das ist ja schlimmer als Sportunterricht in der Schule. Was ist denn hier? Los, steigt euch mehr an! Ja. Klar, Mr. Simons hat mich auch immer angebrüllt. Aber Chief Dundee hat gesagt, ich hätte fette Knöchel. Ich will 110% Einsatz. Ja, hast du doch. Hast du 110% Einsatz. 110%. Oh, wie gemein! Was ist jetzt, wenn ich das nochmal mache? Geht das? Ohne Fleiß kein Preis! Genieß den Schmerz! Passendes Klischee hier einfügen! Bitte, schnell zu rennen und bleib vor der roten Markierung. Ist ja jetzt nicht schwer. Wenn das nicht besser wird, mache ich euch Beine! Okay, also ist. Der Beinpresse! Nur einmal, okay. Bist du im Handel, ey? Das ist doch eher was. In 5 Wiederholungen. Okay. Zählt es pro Handelbank? Oder. So, das können wir doch. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist. Ach, weil vor uns irgendwo stand mit. Kleidung kaufen oder so, das wird das bestimmt die Währung sind, mit der man Käufe tätigt. Wenn ich jetzt hier kriege, ich da auch nochmal oder? Das wäre gut zu wissen fürs weitere Spiel, ob man jetzt jede Handelbank macht oder. Bloß die eine halt und du hast halt die Handelbänke alle abgeschlossen. Ne? Okay. Ich mache das schon seit Monaten. Aber meine Arme werden nicht muskulöser. Wie kann das nur sein? Bestimmt, weil du eine Lego-Figur bist. So. So, also jetzt wollte hier. Wie heißt er? Lars? Nein, genau, irgendwie hieß. Frank. Frank hieß er. Ellie, bist du da? Bist du das, Frank, Holly? Moment! Das hier ist die Ausgabe und der Beweismittelschrank. Das Reich von Ellie. Hey, Jungs! Oh, ich wusste nicht, dass du da bist. Du hast gerade mit mir gesprochen. Hallo, ich bin Chase. Ja, das ist der Typ, von dem du mir erzählt hast. Chase McCain! Nett, dich kennenzulernen, Chase McCain. Mein Onkel Duke hat mir alles über dich und den Fall Rex Fury vor ein paar Jahren erzählt. Tatsächlich? Keine Bange. Auf der Polizeistation wissen so einige, dass es eigentlich dein Erfolg war. Ja. Das ist ein Polizeikommunikator. Der kann so einiges mehr als dein altes Telefon. Unter anderem hält er mich darüber auf dem Laufenden, was du so treibst. Du musst ihn mit dem Zentralcomputer in der Eingangshalle verbinden, bevor du ihn benutzen kannst. Hilfst du Chase bitte dabei, Honey? Braver Junge. Ich melde mich, wenn die Verbindung steht, Chase. So, damit beende ich erstmal die erste Aufnahme von Lego City Undercover.